Hallo, ich grüße dich und wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade in meine E-Mails reingeschaut und habe da eine interessante Frage gefunden, weil ich habe ja zur 5 Tage Ich ändere was Challenge eingeladen, hier in der Facebook-Gruppe. Und eine Interessentin hat mir da geschrieben, dass es ja dann nächste Woche dann von Montag bis Freitag darum geht, den Seelenplan zu leben, sich von Ängsten zu befreien, das ist ja auch ein Thema vor Behördenkram oder von der Denke zu befreien, dass es jetzt zu spät ist oder dass man so viele Interessen hat, wie funktioniert das, dass ich das alles unter einen Hut bringe und, und. Also so verschiedene Dinge werde ich ja da nächste Woche von Montag bis Freitag abends um 21 Uhr hier in der Gruppe durchleuchten, um dir da zu helfen. Und diese Teilnehmerin, die schrieb mir halt einfach, woher weiß ich denn überhaupt oder um in die Richtung zu gehen, muss ich ja auch einfach mal erst wissen, was ist denn mein Seelenplan, wie kann ich denn den entdecken? Deshalb dachte ich, gehe ich jetzt mal ganz spontan hier live und teile da ein paar Aspekte dazu mit dir. Auch um bewusst zu machen, warum es uns denn so schwer fällt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, unseren Seelenplan zu entdecken. Schau mal, jeder von uns hatte ja irgendwo oder die Seele, bevor sie im Körper jetzt inkarniert ist. Ich stelle mir das immer so vor, wir haben so darunter geschaut und haben uns die Familie ausgesucht oder auf der Seelenebene irgendwo in der Seelenfamilie schon die Entscheidung getroffen, okay, wir treffen uns dann hier unten in unseren Körpern nochmal, wie auch immer das sein, da kann man ja viel auch drüber philosophieren. Irgendeine Idee hatte die Seele ja, was sie jetzt im jetzigen Körper erfahren möchte, was sie verwirklichen wollte und wie sie leben wollte und, und. Und so im Alter von 2, 3 Jahren sind wir ja morgens aus dem Bett gehüpft bei den ersten Sonnenstrahlen oder bei der ersten Helligkeit draußen zum Leidwesen von Mama und Papa mit großen Augen. Was kann ich heute hier alles in dieser wunderschönen Welt entdecken? Wir wollten die Welt erobern, es war alles möglich. Wir sind da rumgehüpft und haben uns gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich die schönste und reichste Prinzessin und Schauspielerin dieser Welt oder Sängerin oder ich bereise die Welt oder keine Ahnung, was auch immer. Da haben wir noch ganz offen von unseren Träumen gesprochen. Dann ist das Umfeld gekommen und hat ja nicht gesagt, ja, mach das. Lausch auf dein Herz. Folge deinen Träumen. Du kannst alles im Leben erreichen, was du dir erträumen kannst. Mach das. Sondern es war ja eher so, dass wir so Dinge gehört haben, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir sind ausgelacht worden, wir sind verspottet worden. Oder lern erst mal spätestens nachher in der Schule, mach erst mal einen Abschluss, lern mal etwas, damit du was in der Hand hast und, und. So diese ganze Schoße. Und dann sind unsere Augen, aus den leuchtenden Augen, sind trübe Augen geworden. Weil wir ein Leistungsbewusstsein entwickelt haben und nicht wirklich ein sich selbst bewusst zu sein, den Seelenplan weiter zu verfolgen, auf sein Herz zu lauschen. Und deshalb fällt es uns dann einfach als Erwachsene so schwer, sich daran zu erinnern, weil da so viele Schleier über uns gelegt wurden, die es nicht mehr so einfach dann im Laufe der Jahre zugelassen haben, klar zu sehen, was denn der Seelenplan ist, weil wir ja auch so gelernt haben, in diesem Mainstream mitzuschwimmen, dass es sich gehört, einen entweder eine konventionelle Selbstständigkeit zu haben oder für andere in der Firma zu arbeiten, sich ein Leben lang vorschreiben zu lassen, wann ich irgendwo zu sein habe, wie ich zu leben habe, in einer Wohnung, in einem Haus. Ja, so der Mainstream halt alles, was einfach alle machen, dass das normal ist. Und deshalb stellen wir da die vielen Dinge gar nicht in Frage. Wenn du dich aber mal fragst, all das, was du gerade im Außen vorfindest, und zwar alles,
mal in Frage stellst. Ist das wirklich meine innere Wahrheit? So wie ich lebe, so wie ich mich ernähre, so wie ich lebe, das, was ich tagsüber mache, was ich abends mache, ist das wirklich meine innere Wahrheit und meine innere Weisheit? Entspricht das dem wirklich? Und wenn du dich dann im nächsten Moment auch fragst, was entspricht mir selbst denn wirklich? Was würde mir selbst denn wirklich jetzt entsprechen? Wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte und hätte einen Wunsch frei, was würde ich dann machen? Wo würde ich leben? Wie würde ich leben? Wie würde ich mich fühlen? Welchen Lifestyle hätte ich? Und noch eine nächste Frage in dem Kontext, dich daran zu erinnern, von was du als Kind mal geträumt hast. Falls die Schleier nicht so sehr über dich gelegt wurden, da gibt es ja auch viele Menschen, die sich nicht mehr daran erinnern können, von was sie als Kindern geträumt haben. Aber vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Und dann stell dir doch mal die Frage, was hindert dich denn jetzt daran, die oder der zu sein, der du wirklich bist, was deine Seele sich wirklich vorgenommen hat? Und dann sind wir so bei dem Thema, was wir jetzt diese Woche auch, beziehungsweise nicht diese Woche, ab Montag, von Montag bis Freitag in der Challenge besprechen. Und da bitte sei hier auch am besten live dann dabei, damit du auch deine Fragen stellen kannst, damit ich mir auch Zeit für dich und deine Fragen hier nehmen kann und dir die hier live auch beantworten kann. Also hab da auch den Mut, deine Fragen zu stellen. Aber dann bist du deinem Seelenplan ein großes Stück näher. Dann geht es eigentlich nur noch darum, deine ganzen Muster, Prägungen, diese ganzen Schleier, die über dir gelegt wurden, über dich gelegt wurden, dich von diesen zu befreien, damit du wieder einen klaren Blick hast, damit du deine eigene innere Weisheit und Wahrheit erkennst. Das ist dein Seelenplan. Ja? Also, wenn es dir gelingt, erinnere dich mal zurück, von was hast du als Kind geträumt? Was wolltest du mal werden? Und der nächste Schritt auch, wenn du einen Zauberstab hättest, oder ich jetzt deine gute Fee hier wäre, die dir einen Zauberstab schenken würde und du hättest einen Wunsch frei und könntest dir deinen optimalen Tag kreieren. Wie würde der ausschauen? Wo würdest du aufwachen? Wo würdest du leben? Mit wem würdest du leben? Wie würdest du dich fühlen? Wie wäre dein Lifestyle? Wie wäre deine Partnerschaft? Wie würden deine Finanzen ausschauen? Was würdest du tagsüber machen? Dann bist du dem ein ganzes Stück näher, deinem Seelenplan. Vielleicht magst du das ja so ein bisschen als Vorbereitung machen, oder? Ich erinnere mich auch gerade, ich habe hier in der Gruppe vor einiger Zeit auch mal ein kostenfreies Webinar gemacht, wo wir so Übungen gemacht haben, um dem Seelenplan näher zu kommen. Das verlinke ich dir jetzt auch gleich noch hier im Kommentarfeld. Ich muss mal den Link raussuchen. Dann kannst du dir das gerne auch mal noch anschauen, so ein bisschen zur Vorbereitung. Und komm dann nächste Woche Montag bis Freitag abends auf jeden Fall um 21 Uhr hier in die Gruppe und stell mir da gerne deine Fragen. Also ich habe so diese Themen von der Umfrage, die ich ja auch hier gemacht habe kürzlich, wo ja herauskristallisiert sich hat, dass viele denken, jetzt ist es zu spät oder ich habe zu viele Talente oder ich habe keine Ausbildung in dem Bereich oder ich habe Angst vor dem Behördenkram oder ich kann mir nicht vorstellen, regelmäßiges Einkommen mit meinem Seelenplan zu generieren und. Also auf diese Fragen werde ich von Montag bis Freitag so Step für Step jeden Abend auf ein Thema eingehen, wo du mir gerne auch deine Fragen stellen kannst. Und ja, ich freue mich auf dich. Schick dir eine ganz herzliche Umarmung und wie gesagt, den Link zu diesem kostenfreien Webinar, deinem Seelenplan, deiner Seelenaufgabe näher zu kommen, das setze ich dir jetzt im Nachhinein noch hier
unter dieses Video und da kannst du da übers Wochenende mal schon mal reinschauen und für dich auch schon mal Klarheit schaffen. Okay? Alles Liebe, bis dahin, tschüss.